Guten Morgen! Heute ein Thema, was wirklich ein Garant für ein Daumen nach unten Video ist. Aber wann hat mich das schon einmal davon abgehalten, meine persönlichen Gedanken mit euch zu teilen? Wann habe ich mal nicht den Finger in die Wunde gelegt und ja, wenn es mir unter den Nägeln gebrannt hat und ja, wann bin ich auch nicht dafür bereit gewesen, mich gegen ein konditioniertes Weltbild und ja, zu stellen und auch Dinge in Frage zu stellen, die scheinbar schon gelöst sind. Die Kalorienfrage. Über die Jahrzehnte ständig angepasst, mal nach oben, mal nach unten, aber immer von den Menschen für bare Münze genommen. Ein im Labor errechneter Wert der Menschen, der aussagt, wie viel Energie sie zu sich zu nehmen haben. In meinem Video, wo ich gezeigt habe, dass man mit vollwertiger Rohkost in Deutschland für unter 100 Euro im Leben, unter 100 Euro im Monat leben kann, was ihr oben in den Infokarten findet, habe ich in der Analyse da schon gesehen, dass wir von maximal 500 bis 600 Kalorien täglich ja, schon quasi leben können, was die Nährstoffe angeht. Aber die Energie, die wir tatsächlich benötigen, die steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber die Nährstoffe sind erstmal überhaupt kein Problem, wenn man ein bisschen bewusst ist. Angegeben werden zum Beispiel bei meiner Körpergröße, was die Energie angeht, 2300 bis 3500 Kilokalorien je nach geistiger und körperlicher Tätigkeit. Aber bei der Recherche der Nährstoffe und wie die Empfehlungen zustande kommen, Video findet ihr auch oben in den Infokarten, habe ich mitbekommen, dass da bei der Errechnung vom durchschnittlich ungesunden Menschen ausgegangen wird und dann darauf nochmal 2 Standardabweichungen zur Sicherheit draufgeschlagen werden. Man also realistisch ca. 40 bis 50% eigentlich der Nährstoffe braucht, die angegeben sind, wenn man sich relativ gesund ernährt. Also liegt der Schluss für mich persönlich nahe, dass der Energieverbrauch auch großzügig berechnet wurde. Dazu kommt noch die Individualität des eigenen Stoffwechsels, der trotz ja, sag ich mal, per se gleichen Modus operandi dennoch total unterschiedlich sein kann. Also habe ich in der Literatur recherchiert, ob es auch andere Ansätze gibt und bin da in verschiedenen Büchern fündig geworden. Eins habe ich schon vorgestellt. Das geheime Archiv der Ernährungslehre. Die Grundproblematik des zu wenig Kalorien zu sich Nehmens und den damit verbundenen Mangelerscheinungen waren immer Zwangszustände, wie zum Beispiel dem Hunger geschuldet. Das war ein Zwang und deswegen gab es Mangel. Wenn man bewusst auf Nahrung verzichtet, wie es zum Beispiel beim Fasten der Fall ist oder ja, einer konditionierten Ernährung innerhalb eines abgeschlossenen Kulturkreises, dann sind eher gegenteilige Effekte zu beobachten. In die Wissenschaft hat es aufgrund der Unterbewertung des geistigen Zustandes, da haben es diese Erkenntnisse eigentlich immer nur rudimentär geschafft, weil sie halt nicht fassbar sind. Aber die Erfahrungen und Selbstversuche, die Empirie, die ist mannigfaltig und die ist auch dokumentiert, sowohl an Tieren als auch an Menschen. Die mir wirklich die eindrucksvollsten Versuche stellen wohl die von Professor Dr. Kuratsune und den Tierversuchen von McKay und in der Cornell University und Hansen in der Universität in Stockholm dar. Auch die empirische Betrachtung des Volks der Tarahumara, das sind Indios im Nordwesten von Mexiko, zeigen deutlich auf, dass es auch andere Sichtweisen auf die heute indoktrinierte benötigte Kalorienanzahl gibt. Alle Tests deuten eindeutig darauf hin, dass bei objektiv wahrgenommener leichter Unterernährung der Mensch und auch die Tiere eindeutig länger und gesünder leben, da der Körper gezwungen ist, ökonomischer zu wirtschaften. Die aktuelle Sportmedizin und deren Erkenntnisse über zum Beispiel die Funktionsweise der Herzmuskulatur, siehe auch das Video vom Dienstag war das glaube ich, oben in den Infokarten, stimme auch in dem Punkt ein, dass ein ökonomisches ja, dass das besser ist. Dass wenn der Körper eben ökonomisch arbeitet, das benötigte Energielevel auch herabgesetzt wird und ja, auch die Gesamtlebensdauer verlängert wird. Demgegenüber stehen Studien, wo ein leichtes Übergewicht mit einer längeren Lebensdauer assoziiert wird. Also hier finden sich beide Seiten. Allerdings finden sich bei den Studien auch oft Hinweise einer Korrelation und nicht unbedingt einer Kausalität. Letztlich sind beide Ansätze valide und folgen einer gewissen Logik, die man nachvollziehen kann. Wirklich durchgesetzt hat sich verständlicherweise nur ein Ansatz, der Ansatz des leichten Übergewichtes. Warum? Da diese natürlich von uns persönlich angenehmer erscheint, die Wirtschaft fördert und ja, auch ja, die Pharmaindustrie nichts gegen einen postulierten Mut zum Übergewicht hat, da die Menschen den Begriff leichtes Übergewicht durchaus differenziert bewerten und die Folgeerscheinungen ja, eines pathologischen Übergewichts durchaus profitabel zu nutzen sind.
Letztlich gibt es aber keinen wirklichen Konsens. Und immer da, wo mehrere Sichtweisen möglich sind, habe ich beschlossen für mich, ich wiederhole, für mich, wenn das Thema mich genug interessiert, einen Selbstversuch zu machen und meine Wahrheit zu finden. Ich möchte herausbekommen, wie viel Energie ich, also wirklich ich, wirklich benötige und lasse mich dabei nicht von irgendwelchen errechneten Zahlen blenden, sondern gehe der Wahrheit selber auf den Grund aufgrund einer empirischen Untersuchung an mir selber. Von daher alle Menschen, die sich streng an den aktuellen Wissensstand orientieren und nicht fähig sind zu erkennen, dass der aktuelle Wissensstand immer nur die Konsequenz der menschlichen Gesellschaftsstruktur und deren Empfinden zu einer bestimmten Zeit darstellt und eben nicht zwangsläufig wirklich mit dem aktuellen Wissen übereinstimmt oder mit dem Wissen an sich übereinstimmt, die sollten das Video an dieser Stelle beenden. Ich werde versuchen, die allgemeine Theorie deduktiv an meiner eigenen Person zu verifizieren oder zu falsifizieren. Ich möchte meine benötigte Energie pro Tag bestimmen. Der Ansatz, den ich dazu nutze, liegt aber über den angenommenen Optimum der Anhänger der Theorie einer wahrgenommenen leichten Unterernährung, die ja ein leichtes Hungergefühl impliziert und auch als Optimum ansieht. Ja, warum ist das so? Weil ich nicht die Lebenszeit maximieren möchte, sondern die gesamte angenommene Nutzenfunktion des Lebens, also den gesamten Nutzen maximieren. Und da würde ein chronisch leichter Hunger, auch wenn er das Leben an sich am längsten verlängert, sich definitiv für mich stark negativ auswirken. Ich bin ein Genussmensch. Das führt dann letztlich zu folgender Konklusion. Ich habe seit Montag, letzten Montag, wo ich mit 800 Kalorien täglich begonnen habe, mich jeden Tag weiter gesteigert oder angepasst und meine Hungerverteilung genau beobachtet und versuch exakt den Punkt im Laufe der Zeit zu bestimmen, wo ich den ganzen Tag so gut wie keinen Hunger spüre. Das ist gar nicht so einfach, wie sich das anhört und wird sicherlich noch einige Zeit brauchen, bis ich da so ein Gefühl bekommen habe, bei welcher Energieanzahl ich lande. Es ist auch jeden Tag unterschiedlich, was man macht. Ich versuche so objektiv wie möglich zu schauen, was tatsächlich der Punkt in der Ernährung ist, wo ich keinen Hunger mehr leide. Aber auch nicht zu satt bin. Ne? Wie gesagt, die benötigten Nährstoffe sind bei ca. 300 bis 400 Kalorien drin. Das brauchen wir überhaupt nicht zu beachten. Entsprechend nehme ich auch jeden Tag einen Shake, den ich darauf konzipiere, dass er mir die benötigten Nährstoffe für diesen Tag gibt. Und da gehe ich aber realistisch von ca. 40 bis 50% der empfohlenen Tagesmenge der DGE aus. Warum, habe ich euch am Anfang erklärt. Zumal ich ja außerhalb des Shakes auch noch Nahrung aufnehme, um eben auf mehr Kalorien zu kommen. Wird es jetzt heute auch kein Food Diary geben, also im klassischen Sinne, sondern ich habe das Food Diary gepaart mit der täglichen Kalorienanzahl und dem Gefühl, was ich an dem Tag hatte, aufgenommen. Mal mehr, mal weniger, ich weiß nicht, wie es jetzt so gesamt rüberkommt. Ich habe einfach jeden Tag versucht, das so zu machen. Das Experiment wird so lange weitergehen, bis ich es für mich als beendet erklärt habe und ich ein klares, zweifelsfreies Gefühl für mich entwickelt habe, was die wirklich benötigte Energie für mich ist. Und das ist dann das, woran ich mich ungefähr halte. Das Gewicht zu halten ist kein Indikator, denn der Körper und seine Puffersysteme und auch die Anpassungsreaktion, die können ein Gewicht auch bei einer wesentlich höheren Energieverbrauch als benötigt halten. Nun muss er da Höchstarbeit leisten, was die Verwertung und die Abstoßung von überschüssigem Material angeht. Also das ist kein Indikator, nur dass ich mein Gewicht halte, dass das die benötigte Energiezahl ist. Und ist auch nicht auszuschließen, dass krankhafte Veränderungen im Körper und Geist die Folge sind. Wir wissen ja so gut wie gar nichts, was die Medizin angeht. Und um wirklich sicher zu gehen, dass ich genau die Energie zu mir nehme, die ich wirklich benötige, muss der Versuch von unten an heran erfolgen. Wieder den allgemeinen Empfehlungen und für ein selbstbestimmtes Herausfinden des individuellen, optimalen, für mich persönlich Energieniveaus. Und das ist exakt dort, wo ich mich gerade so gesättigt und allseits zufrieden fühle. Ich bin gespannt, wie lange es dauert und bei welcher Zahl ich im Endeffekt dann lande. Mir ist bewusst, dass trotz des durchaus hohen Anspruchs meines Kanals an die Zuschauer auch einige von euch dabei sein werden, die nicht jede wissenschaftliche Erkenntnis in Frage stellen und auch tatsächlich der Meinung sind, dass die allgemein anerkannte Kalorienanzahl die Wahrheit ist. Aber alleine schon, dass der Fakt, dass es bewiesen ist, dass der Körper sich anpasst und sein Gewicht auf verschiedenen Energieleveln halten kann und wir da einfach das Oberste gewählt haben, sollte ein durchaus
wenigstens mal so viel Toleranz ermöglichen, über diese Zahl ernsthaft nachzudenken. Und ja, nur für diejenigen, denen es noch nicht klar geworden ist, also hier geht es jetzt nicht darum, weniger Kalorien einfach zu essen, um abzunehmen oder sonst was oder um schön dünn zu werden, sondern das optimale Energieniveau meines Körpers herauszufinden, nicht darauf zu vertrauen, dass irgendwelche Wissenschaftler sagen, sondern selber. Und das offiziell liegt bei 2300 Kalorien oder sonst was, keine Ahnung. Wieder den geistigen Konditionierungen und wirklich ja, diesen aktuellen wissenschaftlichen, dieses Anklammern. Ich will es rausfinden. Ich bin mega gespannt, was da rauskommt. Ich bin mega gespannt auf eure Meinung. Ich werde auch zu den klassisch zu erwarteten Reaktionen Stellung nehmen. Und ja, entsprechend gibt es auch jetzt hier gleich im Anschluss an dieses Video, also 7 Uhr, ab 7.30 Uhr, wo es normalerweise wöchentlich das Food Diary gibt, gibt es auch das Food Diary. Plus diesmal ist es halt ein Food Diary der etwas anderen Art, wo ich halt wirklich probiert habe. Ja, mich langsam in der letzten Woche ranzutasten. Und dieses Selbstexperiment läuft noch und das wird auch noch diese Woche laufen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche Euch einen wunderschönen Start in die Woche und bin sehr gespannt auf Eure Kommentare. Macht's gut, Euer Christian. Tschüss.